Würde auch keine Werbung machen in Deutschland, low budget zu arbeiten. Also die Tagebücher von Adam und Eva sind ein Buch von Mark Twain, das gehört zu meinen Lieblingsbüchern und das ist ein Buch, in dem es darum geht, dass sich zwei Menschen aneinander gewöhnen und dass sie irgendwann feststellen, dass sie sich lieben, weil sie sich so sehr aneinander gewöhnt haben. Also es ist im Prinzip ein, in gewisser Weise ein antiromantischer Film und antiromantisches Buch auch, wo es um diesen Anteil der Gewohnheit an dem, was wir Liebe nennen, geht. Gestern Nachmittag bin ich dem anderen Experiment in einigem Abstand gefolgt, um zu sehen, wofür es da ist. Ich glaube, es ist ein Mann. Ich hatte noch nie einen Mann gesehen, aber es sah aus wie einer. Ich merke, dass es mich neugieriger macht als alle anderen Reptilien. Es hat keine Hüften. Es läuft spitz zu wie eine Karotte. Wenn es steht, spreizt es sich wie ein Kran. Deshalb vermute ich, dass es ein Reptil ist. Obwohl es auch Architektur sein könnte. Am Anfang hatte ich Angst vor ihm und bin jedes Mal weggerannt, wenn es sich umgedreht hat, weil ich dachte, es würde mich jagen. Aber mit der Zeit habe ich herausgefunden, dass es nur versucht hat, vor mir wegzulaufen. Am Ende war es ziemlich verängstigt und ist auf einen Baum geklettert. Ja, ich finde, dass das unterrepräsentiert ist im Kino. Also mein älterer Sohn hat es immer sachliche Romantik genannt. Also ist ja ganz komisch. In dieser Antiromantik liegt ja auch was sehr Romantisches und Warmes, Menschliches drin, was mich viel eher jetzt zum Weinen oder so, also richtig an meine Gefühle bringt, als so dieses klassische Erstliebe auf den ersten Blick. Und also dieses Normale, das finde ich interessant. Und auch dieses vielleicht Beschränkte darin, dass es gar nicht diesen großen Wurf gibt, sondern dass ein Leben halt auch vielleicht auch nur ein Teilausschnitt ist aus dem, was passieren kann. Und das geht ja bei den Tagebüchern von Adam und Eva bis zu deren Tod. Und diese Beschränkung, die darin liegt in einem Leben, die finde ich auch interessant. Und das hat was mit dem Blick auch auf Liebe zu tun. Wenn es irgendetwas geben sollte auf diesem Planeten, an dem sie nicht interessiert ist, so ist das nicht auf meiner Liste. Es gibt Tiere, die mir gleichgültig sind, ihr nicht. Sie hat da keinerlei Differenzierung. Ihr gefallen sie alle. Als der gewaltige Brontosaurus in unser Lager gestopft kam, hat sie ihn als Bereicherung verstanden. Ich als Katastrophe. Sie wollte ihn domestizieren. Ich wollte ihm unser Zuhause überlassen und ausziehen. Sie glaubte, man könnte ihn zähmen, indem man ihn nett behandelt. Ich habe ihr erklärt, dass ein 7 Meter hohes und 28 Meter langes Haustier nicht das Richtige für uns sei. Zumal man an seinem Blick deutlich erkennen kann, dass es ein wenig geistesabwesend ist. Das ist ein gutes Beispiel für die fehlende Harmonie, die unseren Ansichten zugrunde liegt. Trotz alledem war sie wild entschlossen, das Monster da zu behalten. Und sie konnte nicht von ihm lassen. Chiara Minchio, die diese tollen Kostüme gemacht hat, ist die Person, mit der ich am längsten an diesem Film gearbeitet habe. Und wir haben uns relativ früh Gedanken gemacht, dass wir Kostüme machen wollen, die schon ein bisschen verrückt sind. Also die Tiere werden ja auch von Menschen gespielt. Ein Erwachsener spielt ein Baby und ein Teenager spielt ein anderes Baby. Das ist ja schon sehr überhöht, aber dass wir dafür auch eine Entsprechung im Kostüm brauchen. Und dann haben wir sehr viel rumprobiert, aber schon auch mit viel Liebe. Das ist nicht Trash. Also das ist sehr, sehr genau überlegt. Also die
diese Perücken und auch die Schamhaare von den Leuten und auch die Tiere, das ist alles sehr, ist alles Handarbeit. Also die Farbe von den Haaren ist handgefärbt, die Wolle ist handgefärbt. Also man hat da wirklich, die sind handgeknüpft auch von Chiara und ihren Assistentinnen und Assistenten. Also das ist vielleicht die Person, mit der ich auch am längsten an dem Film gearbeitet habe. Deshalb ist das auch so toll. Also der Kameramann Agustin, der argentinische Kameramann Agustin Migliazzo, hat dazu gesagt, Chiara ist der Lionel Messi in our team. We all play for Chiara. Na, ich finde, dass das Filmfest München sich eigentlich, ist für mich aus mehreren Gründen interessant. Also zum einen, weil es kein A-Festival ist für die internationale Reihe. Das heißt, ich kann hier tolle Filme sehen, es sind ja auch viele Gäste da. Sind jetzt, dadurch, dass es nicht nur Uraufführungen sind, können sie sich sozusagen die Rosinen rauspicken aus dem Kinojahr. Das finde ich natürlich toll. Und ich finde auch, dass die deutsche Reihe sich eigentlich einen guten Namen gemacht hat über die letzten 20 Jahre, in dem da, davor kenne ich es ja nicht, aber in dem da viele Filme, also jetzt nicht, weil meine Filme da laufen, sondern ich finde, das ist eigentlich schon so ein bisschen, insgesamt ein bisschen bunter und lebendiger und ist vielleicht auch, kann man es vielleicht auch so nicht sagen, aber es laufen hier Filme, die auf der Berlinale zum Beispiel nicht laufen würden und die ich aber interessant finde und das gefällt mir. Also dass da auch also ein bisschen vielleicht die Angst vor dem Schmutz nicht so groß ist, also dass man ein größeres Risiko geht auch und auch Filme zeigt, die vielleicht in so größeren Auswahlkomitees nicht durchkämen. Und das liegt wahrscheinlich auch daran, dass die Auswahlstruktur hier halt viel kleiner ist, weil das unter Umständen auch nur eine Person am Ende entscheidet und das hat auch Vorteile, finde ich.